Was geht ab und was geht down, meine Friends? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video geht es darum, ja, um die neuen Bonus-Herausforderungen und die Möglichkeit, 1500 V-Bucks von Epic Games abzustauben. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich dir jetzt in diesem Video. Deswegen bleibt bis zum Ende dran. Und an die Neuen, haut auf jeden Fall noch schon mal ein Abo raus. Es lohnt sich auf jeden Fall. Peace out, Mofos. So, Freunde, Season 9 ist fast vorbei und auch wie bei der letzten Season bekommen wir von Epic wieder Bonus-Herausforderungen, die es jetzt zu lösen gilt, um natürlich noch ein bisschen was an Erfahrungspunkten und ein paar kostenlose Skin-Optionen zu bekommen. Das ist auf jeden Fall fresh, das schauen wir uns auf jeden Fall gleich mal an. Darum soll es auf jeden Fall hier in dem Video gehen und nochmal, wie ihr dann 1500 V-Bucks gewinnen könnt, dazu aber dann später. So, jetzt gehen wir erstmal in die Bonus-Herausforderungen rein und schauen uns mal an, was wir da im Prinzip zu tun haben. So, wir gehen jetzt mal hier rein. 8 Tage lang geht das Ganze im Prinzip. Schließe alle 12 Herausforderungen ab, dann bekommt man schon mal 15.000 XP. Bunker Jones, die Stratos und Demi bekommen hier jeweils neue Skin-Optionen. Das sieht auf jeden Fall übelst fresh aus. Gerade bei Demi ist das übelst nice, würde ich fast sagen. Und ja, dann geht es zu den kostenlosen Herausforderungen. Da gibt es dann halt jeweils Erfahrungspunkte. Nochmal ein Ladebildschirm vom Live-Event. Der ist auch ganz nice. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Und auch hier in den nächsten paar Tagen gibt es dann wieder neue Aufgaben, die ich euch natürlich dann auch, wenn es etwas schwieriger wird, in Form eines Videos auf jeden Fall hochladen werde, damit ihr die schnell lösen könnt und auch die Aufgaben schnell erledigt. Ja, das war es jetzt erstmal dazu. Den Ladebildschirm kennt eigentlich so gut wie wahrscheinlich jeder. Und deswegen ist er eigentlich für mich auch mehr oder weniger unrelevant. Was aber ganz und gar nicht unrelevant ist, ist das nächste kleine Community-Event, was Fortnite jetzt wieder rausgebracht hat. Jetzt werdet ihr fragen, was für Community-Event. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, deswegen solltet ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen, meine Friends. Und zwar geht es da sowas ähnliches wie ein Zukunftsbattle. Ich werde die ganzen Sachen hier jetzt nochmal kurz einblenden und dann aber nochmal in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr es nochmal in Ruhe euch durchlesen könnt. Und zwar müssten wir uns für eins der beiden Teams, die jetzt dann gleich gezeigt werden, Team Bunker Buddies oder Team Tech Talente, sozusagen entscheiden und einfach verschiedenste Punkte sammeln in verschiedenen Challenges. So, welches Team am meisten Punkte dann gesammelt hat, daraus wird dann wahrscheinlich irgendwie ausgelost und dann kann jemand von denen 1500 V-Bucks gewinnen. Das wäre Team Bunker Buddies oder Team Tech Talente. Jeweils mit Hashtag halt dementsprechend auf Twitter, Instagram oder Facebook alles damit überschwemmen. So, und ich habe mir eigentlich überlegt, okay, was kann man da am besten draus machen? Ich habe mir so gedacht, wir sind ja mittlerweile schon 300 aktive Ripper-Abonnenten, was auf jeden Fall nochmal ganz auf ehrenwohler Basis geht, da nochmal ein Kuss raus. Ja, und da habe ich mir gedacht, wir können uns ja jetzt in diesem Video hier, schreibt alle in die Kommentare, ob ihr Team Bunker Buddies oder Team Tech Talente haben wollt. Und wir spielen dann alle zusammen, jeder, der von uns abonniert hat, der dabei ist bei uns am Start, spielt dann damit und verteilt auf Twitter und überall auf den Social-Media-Kanälen dann halt sozusagen unseren Team-Hashtag. Und vielleicht kann einer dann von euch ja die 1500 V-Bucks gewinnen. Ich denke mal, vielleicht zusammen können wir da auf jeden Fall was reißen. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr darauf Bock habt, weil da können wir mal gucken, wie groß die Ripper Army noch werden kann. Weil aktuell sind es immer noch 82% der Leute, die Videos schauen, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Deswegen wäre auf jeden Fall auf Ehrenbruder-Basis korrekt. Kostet dich nichts, außer ein kleines bisschen Support, meine Friends. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns fast beim nächsten Video. Und wir stimmen jetzt hier ab. Hashtag Bunkerbuddies oder Hashtag TechTalente für die Ripper Army. Holen wir die 1500 Euro an den Start. Und einer, 1500 Euro, 1500 V-Bucks, einer von euch wird die gewinnen. 1500 Euro wäre natürlich auch geil. Wenn sowas irgendwann kommt, werden wir natürlich auch da mitmachen. Aber wenn ihr Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, dafür erstmal einen knackigen Like da lassen.